Here we go again on my own. So. Ja. Aber warte mal. Machen wir noch so. Machen wir dies. So, was auch immer man jetzt in der Aufnahme sieht, ich habe jetzt Ethan und Tila weggemacht. Ethan! I'm Ethan Bradbury! Ethan Bradbury! Okay. Wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der C-Sicherheitsakademie. C-Sicherheit? Ja, die C-Sicherheit. Wo ist A und B? Das ist die, Citadel, ich weiß. Eitadel und die Bitadel. So. Oh Mann. F, E, ist auch egal. Bezirke, ne? Präsidium, nee, Präsidium. Ach doch. Nee. Ja. Okay. Oh, Alter. Ich nee, so reich ist richtig. Nee, das ist scheiße. Okay. Bezirke ist nicht richtig. Weil das ist der, das ist die Security, also nicht die ach so. Ja, dann Botschaft. Akademie. Nee, ich latsch da jetzt einfach schnell hin. Gut. Geht schneller, als wenn wir jetzt hier nur fünfmal schnell reisen. Immer laufen. Außerdem sehen wir dann noch ein bisschen was von diesem was? Schönen. Das ist Karotte. Eine Karotte. Ich habe gerade Pause. Schnauze. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Hm. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Ich bin Commander Shepard, hallo. Ich bin nicht nur Soldat, ich bin ein Spectre. So, seit 3 Minuten. Ein Spectre? Ich hatte gehört, dass Sie jetzt auch Menschen zulassen. Wo ja. Zeit? Das nach mir, dass Sie alle. Überall hingehen können, nicht wahr? Auch in die Traverse? Ja, auch ins Männerklo. Auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich das ist ja überraschend. Weg. Normalerweise verrückt, kann ja. Es nur zwei Gründe dafür geben. Dass es sie ist kaputt. Technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Jo. Ja, oder irgendwo gegengeflogen sind, ne? Nein. Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben. Alter! Ich habe die Koordinaten der letzten Box ich mir die Haut. Seines Schiffes. Oh, mal sehen. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Okay, ein Zettel hätte auch gereicht. Nein! Das ist cooler, wenn er auf seinem Omni-Tool rumhackt. Ja. Entschuldigung. Omniteral-Werkzeugsgerät. Genau. Das ist der Fachterminus. Ja, nee, der deutsche Übersetzungstitel. Mir ist keine Übersetzung für Omni eingefallen. Universal, aber das ist... Naja. Jo. Wreck that shit. Wrecks that shit. Diese Musik auch. Wie awkward, die auch einfach in diesem Aufzug stehen ja. Und sich nicht bewegen, ne? Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Komisch. Ja. Es klingt, als könnte das für uns interessant sein. Ja. Ich weiß nämlich nicht, wer auf dieser Forschungsmission ist. Nein, nein. Ist nicht das eine fehlende Mitglied der Crew. Oh, Junge. Das ist einfach der längste Fahrstuhl des Universums. Ich bin doch so schnell. Wisst ihr, was toll wäre, wenn wir den Rad einfach ganz weit oben machen und unser Fahrstuhl fährt super langsam? Ja. Das ist jetzt neu. Hier ist gerne ein Keeper. Ja, ich will erstmal die Knifte hier aussuchen. So. Mhm. Geld. Money. Machen die Keeper eigentlich? Die stehen ja eigentlich. Jetzt kannst du auf in die Fresse hauen. Nein, ich bin noch nicht abtrünnig genug. Guck mal. Möchten Sie von den Entfernten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Kann ich nicht. Linksklick. Der Zitadell-Sicherheitsofficer macht nur seinen Job. Nein. Und okay. Sie machen nur Ärger. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an allen. Bis bald. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden.
So, okay. Oh, also. Gibt's schon 50 Mark. Aber letztes Mal auch schon. Ja, beim zweiten Keeper war es 50 Mark. Ah, okay. Ah, ich kann durch die Scheibe nicht durchgucken, ja. Gut. Nee, das ist. Ah, war da drüben nicht C-Sicherheit? Ich hab doch keine Ahnung. Finanzbezirk. Auf jeden Fall mein Lieblingsshop auf der Citadel. Welcher? Ach, das ist eine Anspielung auf Teil 2. Wirst du dann sehen. Ah, ja. Aha. Das ist ja kein großer Spoiler. Du wirst auf jeden Fall von so einem Typen, der einen Shop besitzt, der labert dich zu, dass du ein paar Sachen sagst und dann sagst du die und plötzlich ist da eine Werbeanzeige mitten in der Citadel, wo er zusammengeschnitten hat, ich bin Commander Shepard. Ach so, und das ja, ist ja. Mein Lieblingsshop in der Citadel. Okay. Ganz lustig. Kannst du ihm auf die Schnauze hauen hinterher. Das ist ein Maßstab, ne? Ja, sicher. Fahrstuhl führt hinunter. Ja, das meinst du, warum ich den Knopf gedrückt habe, du Pflaume? Nein, du hast das Bild gelesen. Nee, ich habe auf den Knopf gedrückt. Nein. Deshalb war der Fahrstuhl ja dann da. Blub. Oh. Fahrstuhlsimulator, das geht. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Im Gegensatz zu einem erwarteten. Sie können die Worte nicht aussprechen? Die blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, sie die Hana nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Hana-Demonstranten, die kann mir auch richtig gefährlich vorstellen. Um eine Wesen ist dagegen, dass ihr Ärger macht. Ja, dieses Wesen möchte sich gerne an einen Baum binden. Wobei das bei denen wahrscheinlich nicht Baum heißt, sondern gewurzelter. Oh Gott. Mann, ich so wütend. Dann hast du dir das richtige Spiel ausgesucht. Aber in dem nächsten Fahrstuhl. Ja? Ja. Ich glaube ganz hinten. Ja, das ist bei der. Mensch! Mal was Neues. Na schön. Hier. Wieder hoch. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Das ist Genophage. Klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. No. Gut. Interessant. In anderen Nachrichten. In China auf dem terranischen Gebiet ist ein Sack Reis umgefallen. Mhm. Feldgetreide. Feldgetreide, ja. Ach, komm schon. Weitere Nachrichten. Diverse Fahrstühle. Drei. Sind langsam. Drei humanoide Lebensformen sind in einem Fahrstuhl gestorben. Jo. Scheinbar an Entkräftung. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt... Oh mein Gott, was haben wir nur erwartet? Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Das ist nicht richtig. Die Normandy gehört Ihnen. Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzukehren. Bin schon 23. Was für Hinweise? Ist kurz, finden Sie Herrn bla, bla, bla. Auf Ferros und Norwegen. Bla 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 bla. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte. Dann gehe ich hier jetzt hin. Vielleicht kann es ich ist ihre Entscheidung. Aber ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn sie missbauen, muss ich ihn beseitigen. Ja, dann geh putzen. Ich kümmere mich um Saren. Sie sind für die politische Seite verantwortlich. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte, Shepard. Tja, Leben ist kein Wunschkonzert, sie mein Hase, waren ein ne? Mensch. Bevor sie ein Spectre wurden. Sickburn. Nee, yep. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ja, tschüss. Und wenn ich keine habe, darf ich dann auch einfach hier lang gehen? Danke. Captain Anderson hat noch weitere Informationen für Sie. Tschüss. Das ist ein Fahrstuhl. Landungstrupp. Die Kontamination. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Ach, Joker. Ich dachte, jetzt wäre dem irgendwie was passiert in einer Cutscene, die wir nicht gesehen haben, weil wir einfach nur reingegangen sind.
Komisches Gefühl. Saren ist irgendwo so, da draußen und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. Intercom ist freigeschaltet. Jeder steht hinter Ihnen, außer ich, weil ich kann nicht stehen. An alle auf der Normandy. Hier steht der Commander. Ihr habt alle gefickt. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission... Ich will diesen Fernseher. Die Situation ignorieren. Das ist natürlich keine Überraschung. Auch in der Vergangenheit haben sie uns nicht geholfen. Warum also sollten sie es jetzt tun? Aber wir brauchen ihre Hilfe nicht. Wir können die Sache auch selbst erledigen. Wohin auch immer Saren flieht, wir werden ihm folgen. Oh ja. Wo auch immer Saren nach der Röhre sucht, wir werden da sein. Oh ja. Wir werden ihn bis ans Ende der Galaxie jagen und zur Strecke bringen. Bis zur Unendlichkeit. Nur die Menschen können das. Garrett kommt von hinten. Hey. Keines der anderen Völker verfügt über ausreichend Mut oder Kompetenz, um diese Sache zu erledigen. Also müssen wir den Job machen. Nur Rex steht direkt daneben. Ja. Ich schwöre, dass wir ihn stoppen werden. Mich verarschen oder was? Wäre so lustig, wenn er sie jetzt einfach von der Seite wegboxen würde, ne? Ich wäre stolz auf sie. Der Captain ist nicht hier. Ich habe jetzt das Kommando, Joker. Und unsere Zeit wird knapp. Starten Sie diesen Vogel. Jawohl, Ma'am. Ma'am. Muss ich jetzt hier hingehen? Ja, hier muss ich auch hingehen. Ja, gibt nämlich Codex. Und Erfahrungspunkte. Ja, dann red doch mit Navigator Pretzli. Wo ist er denn? Das steht da, rechts. Da. Da ist er ja. Mit dem musst du reden, der sagt dir, wo du... Ja, der will auch nicht mit mir reden. Gut, dann weg. Ach nee, du musst doch hoch, ja. Du musst jetzt auf die Karte, ja, ja. Alles klar. Mit dieser coolen Technik. Mhm. Alter. So, okay. Oh, dieser Sound. Wo wollen wir jetzt hin? Weiter raus. Na, Noveria. Ne? Nee, Noveria hast du gesagt, glaube ich. Ja. Strenuus oder Strenuus? Klingt lustiger. Jetzt sehen wir diese coole Zwischensequenz. Oh, oh, oh! Jungfernflug. Also, unter neuen Cap. Captainöse. Wap! Das ist so cool. Findest du nicht? Doch. Toll. So, dann fliege ich mal ein paar Planeten an. Antifa. In der nächsten Folge vielleicht? Ja! Bitte. Tschüss! Tschüss!